So, es gibt mal wieder ein neues Update von mir. Hey, genau, zurück ins Training. Ja, ich kann endlich wieder trainieren. Ich mache Bankdrücken, Hammer. Ist zwar noch nicht so die Welt, aber mit 120 Kilo mache ich Zehner und es ist einfach der Hammer nach so langer Zeit. Einfach nach Pump und Feeling zu trainieren. Ich meine, viele haben mich gefragt, warum ich jetzt kein Video mehr bringe. Und so und so. Ich meine, ich habe den Kanal, weil ich wirklich, ich will mich selbst übertreffen. Und es ist halt nicht möglich nach so einer Verletzung. Wenn man da oben war, dann geht es halt nicht von heute auf morgen. Du brauchst Zeit, du musst deinem Körper die Zehner wieder Zeit geben, dahin zu finden. Das mache ich. Kreuzheben läuft ganz gut. Ich habe zwar noch eine fette Blockade, also nicht was das Maximalgewicht angeht. Das könnte ich locker machen. Aber es geht mir um die Dauer, die ich ein Gewicht halte. Da habe ich mir den Bizeps abgerissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit so 20, was weiß ich, einen Zehner mache oder gehe über 10 Wiederholungen und ich halte das Gewicht lang, dann zieht es dir die Arme lang und lang und lang und lang. Und dann denke ich ständig dran, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt reißt er wieder, jetzt reißt er wieder. Und dann lasse ich los. Genau, und das habe ich halt noch drin im Kopf. Ich höre auf meinen Körper, also Freak-Faktor und so aktivieren ist noch nicht angesagt, muss aber auch nicht, weil ich genieße das Training jetzt gerade einfach nur. Ja, ich bin hart, ich bin nicht trocken, aber ich bin hart und ich fühle mich ganz gut, so wie ich bin. Ich wiege 114 Kilo, genau. Ja, ihr könnt mal zu Instagram schauen, da lade ich immer wieder mal was hoch. Jetzt gerade gibt es Pizza, also ich muss das Video jetzt kurz halten. Ich komme gerade vom Training und mein Lieblingsessen, also immer nach Deadlift, gibt's Pizza. Ist auch noch eine Pizza, es gibt immer zwei Pizzas. Immer nach Kreuzheben. Freitag ist immer Deadlift Day. Und ja, deswegen halte ich mich kurz. Ich wollte einfach mal wieder Hallo sagen. Ich bin noch am Leben. Schaut zu Instagram, da lade ich immer wieder was hoch. Und genießt euer eigenes Training, gebt Gas. Genau. Das, was noch scheiße war für mich, ist, weil ich nicht richtig trainieren konnte und weil ich nicht drücken konnte. Und ich mich gerade deswegen so freue, ist, weil ich trainiere ja, ich habe so viele Personal Trainings. Und wenn du dann halt immer daneben stehst und du erklärst den Leuten, ich kann sehr gut erklären, und dann erklärst du denen, wie halt die Übung geht. Und du weißt ganz genau, oh mein Gott, jetzt kommt der Pump bei ihnen. Und ich weiß genau, wie sie sich fühlen, aber selber kann man nicht trainieren. Und deswegen schätze ich die Zeit jetzt gerade. Deswegen, es muss gar kein Maximalkraft-Dingens da irgendwie vonstatten gehen. Ich genieße es. Und ihr hört von mir. Also dann. Ciao, ciao.